Leute, mein Tesla folgt mir die ganze Zeit. Denn als ich mir gestern meinen neuen Wagen angeschaut habe, warte mal, er kostet mehr als ein Model 3? What? Hat er plötzlich ohne Grund angefangen, die ganze Zeit durchzudrehen. Aber das Schlimmste daran ist es, dass egal wo ich hingehe, fühle ich mich die ganze Zeit von ihm beobachtet. Es ist wirklich, als ob er genau weiß, wo ich mich befinde. Aber wartet, hört ihr das auch jetzt? Okay, versprochen, ich kaufe kein GTD, bitte.